Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SAP OT Version 2. Mit dabei wie immer der Crazy252. Hallo. Und mein einer der Doschel P. So, bevor wir jetzt was machen, habe ich nicht. Ja, ich habe natürlich die Musik vergessen. Moment, 3, 2, 1. So. Also. Kommt mir das jetzt mal so noch vor? Keine Ahnung. Machen wir mal so. Ja, so ist okay. Ja. Wir hatten ja gestern Abend den Livestream, der ja so perfekt angefangen hatte mit 0 Zuschauern. Ja. Aber am Ende kamen ja dann noch ein paar Zuschauer. Auf jeden Fall. Street kam auch noch. Ja, Street war auch noch dabei. Falls ihr gestern Abend nicht dabei seid und ich die Pappenheimer ja kenne, die wir zugeguckt haben, ich zeige euch mal, was wir angefangen haben. Wir haben mit dem Fusionsreaktor angefangen. Wow. Was ist? Hast du schon unten gesehen, was Putz und Baker gemacht haben? Die haben uns super unterstützt. Ja, ne? Blöd, dass wir das schon alles haben, ne? Ganz ehrlich, das können wir echt noch gebrauchen. Für die Advanced Circuits und all sowas. An dieser Stelle schon mal danke, Baker und Butze. Wir werden uns auf jeden Fall nachher nochmal bei euch bedanken in der Aufnahme. Ja, das sicherlich. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt mit dem Fusionsreaktor angefangen. Haben wir das Advanced Machine Casing schon mal aufgestellt. Den Fusionskontrollcomputer gecraftet und die Materialinjektoren. Und... Warte mal, da kann ich dich auch noch überraschen. Ich hab die restlichen 8 Stück. Alter Finne. Und ich zeige euch mal kurz, was wir für den Fusionsreaktor alles brauchen. Das ist nicht ohne. Hab's mal in die Kiste gelegt. Moment. Was ich alles noch gestern gecraftet habe. Also ich zeige erstmal kurz das Rezept. Also für den Fusionskontrollcomputer brauchen wir eine Fusionscoil. Das ist hier also eine Kacke. Dann brauchen wir 2 Gravitech Computer Cubes, die auch schon eine Schone sind. Energy Flow Circuits. Und die Fusionsmaterialinjektoren brauchen Pumpen, Energy Flow Circuits, eine Truhe und Highly Advanced Machine Book. Achso, und bitte nimm das uns nicht übel, wenn wir das alles offline schon alles vorcraften, ne? Aber das Zeug ist scheiße schwer und scheiße teuer. Ja, weil das in der Aufnahme zu zeigen, dann müssten wir wirklich, glaube ich, 3 Schichten einlegen. Also ich kann es euch mal kurz sagen, für die Energy Flow Circuits, die ihr fast in jedem einzelnen Block von dem Fusionsreaktor hier seht, braucht man circa für ein Energy Flow Circuit 10 Minuten und wir brauchen davon 400 Stück circa. Also bei Rechnung kann 4000 Minuten, also darauf haben wir dann echt keinen Bock, das in Aufnahme zu machen. Ich glaube ich auch nicht. Dann hatten wir hier, um das Gunpowder-Problem zu lösen, haben wir oben einfach mal den Autospawner mit dem Creeper reingetan. Und ja, kommt schon ganz gut was zusammen. Ja, da haben wir auch ein bisschen was draus gemacht aus dem Gunpowder. Ja. In Verbindung mit Iridium Alloy haben wir jetzt ein Stack Iridium Reinforced Plate. Und dann wundert euch bitte noch nicht, was die ganzen Leprechaun Crystals da sollen. Es wird eine Überraschung. Also ganz ehrlich, ich weiß echt selbst nicht, was er vorhat. Auf jeden Fall, wir haben heute mal was Spezielleres vor. Und ja. Weil uns ein bisschen sehr die Rubies ausgegangen sind und wir den Miner schon im Dauer laufen lassen und auch mittlerweile das Redstone richtig gut zurückgegangen ist. Also eben hatten wir wirklich noch 17.000 und ich habe erstmal das 600 Redstone erst wieder reingeschmissen. So, und um das Problem heute mal zu lösen von den Erzen, wollen wir die Miner und noch eine kleinere Maschine in einer ganz speziellen Welt aufbauen. Und zwar wollen wir uns heute ein Portal to the Deep, ja nicht Depp, Deep Dark craften. Und bei mir kommt nichts, perfekt. Machen wir einfach nur Portal. Ich habe einfach Deep geschrieben. Achso, das wird einfach mit, ja, 2 Strichen gemacht. Das ist aus extra Utilities und zwar brauchen wir dafür 4 Triple Compressed Cobblestone, haben wir ein Quadruple Compressed Cobblestone, ich glaube, das soll nicht das Problem im Leben sein. Was das Problem ist, sind diese hier, die sogenannten Unstable Ingots.
Die werden hier mit dem Activision-Siegel gemacht. Mit dem Division-Siegel, was aktiviert werden muss. Einem Dia und einem Iron Ingot. Das Problem ist aber, das Siegel muss man erst aktivieren. Und wenn man diese Ingots craftet, die haben so die ganz dezente Eigenschaft, dass sie gerne mal Kaboom machen nach 10 Sekunden. Und mit gerne meine ich 10 Sekunden und sie sind weg. Und es macht Kaboom. Stirbt man dabei auch? Die machen richtig fett Schaden. Okay, ich hab's eh schon verdient. Ich hatte erst schon 42 Tode. Ganz ehrlich, ich glaube, da kann jeder verstehen, dass man stirbt. So, jetzt haben wir ja zwei von diesen Division-Siegel, bloß die sind inaktiv. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal einen Crafting-Table natürlich, einen Enchanting-Table. Ja, Bücher haben wir auch noch, gut. Wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Ich nehme einfach mal einen halben Stack mit, das sollte auf jeden Fall reichen. Wir brauchen dann noch, müssen wir an der Oberfläche machen. Ich würde sagen, das machen wir ein bisschen weiter weg. Und wir brauchen ein Tier. Ah, sehr schön, es ist gerade Nacht. Kommst du mit? Gleich. Ich will mich beeilen. Such nur einen Schlafsack. Nein, nicht schlafen! Okay. Komme schon. Mach mal da drüben in der, auf diesem Hügel hier. Quasi, siehst du, wo ich bin? Glaube, ich habe eine Ahnung. Ich bin rechts von meiner. Okay, dann weiß ich, wo du bist. So. Nein, das ist ein Skelett. Dankeschön, ich auch. So. Wenn man jetzt mal hier richtig macht. Wir brauchen... Wusste ich mal kurz. Wir brauchen einen Redstone-Kreis. Und ein Tier, das wir opfern können. Und wir haben zu spät. Es ist nicht mehr Mitternacht. Oh. So eine Frage. Wo ist überhaupt der Mond? Der ist da. Echt? Ich sehe nichts. Ja, wir haben kurz nach Mitternacht. Das heißt, wir müssen die dunklen Riten nachher machen. Okay. Oder wir... Nee, wir machen das jetzt nicht über Timeset. Du könntest dich aber schon mal schnell schlafen legen. Dann habe ich schon mal ein bisschen Zeit gespart, bis es Tag ist. La. So, dann können wir währenddessen ja schon mal erklären, was das sogenannte Portal to the Deep Dark ist. Das Portal to the Deep Dark, das ist einfach, das Deep Dark ist eine eigene Welt an sich. Und da drin ist es quasi dauerhaft dunkel. Das Besondere ist aber daran, die Erstgeneration ist komplett anders. Und zwar heftig anders. Ich glaube, die Erstgenerierung ist da drin verdreifacht oder so, oder? Ja, vierfach sogar. So, und wir wollen da halt die Mine aufstellen und dieses wundervolle Ding von Mine Factory Reloaded, den Laser Drill. Ja, den wohl. Den hätten wir auch hier aufstellen können, ne? Ja, aber den können wir auch nur da aufstellen. Aber was macht's für einen Unterschied? Dreifache Erz... Obwohl, stimmt, das ist ja nicht davon beeinflusst. Okay, das stellen wir dann hier auf. Ja, ich hab da gar nicht nachgedacht. Wir brauchen Glowstone Illuminatoren und Illuminatoren Frame. Das heißt, wir brauchen Silber Nuggets. Bei der Glowstone habe ich einen Stecken. Hast du ein bisschen Glowstone gefarmt? Ja, schmeiß es ins AE. Wie viele soll ich jetzt von denen machen? Von was? Von den Glowstone-Elementoren? Von den Laserdrillen? Ich habe jetzt Glowstone für 2 Stück. Wir haben 1216 Glowstone. Ja, ich denke mal 2 reichen vorerst. Lass mal 4 machen. Okay, dann gib mir mal noch 12 Glowstone. Moment. Wir brauchen noch Glowstone, also 12, ne? Ich tue es einfach schon mal hin. So.
Okay. Dann können wir, kann ich mal einen craften. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Plastic Sheets. Haben wir die noch? Jawohl. Dann brauchen wir nur noch Redstone Reception Coils. Du wolltest 4 haben, ne? Warte mal. 4, das bedeutet dann 8 davon. 3 mal 16, 8, 32, 8, 40, 40 Redstone Reception Coils braucht man insgesamt. Wie viele wolltest du jetzt haben? Ne, 4 Laser Drills und für jeden Laser Drill 4 Pre-Charger. Ich wollte schon sagen. Ja. Ja, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Glowstone-Elementoren. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob das gleich funktioniert mit diesen Pink Slime Balls, weil wenn man da drauf geht, ist es im Outdoor schneller wie Slime Ball. Sind die Elementoren schon drin, oder? Warte mal, hab ich gar nicht. Die sind fertig. Okay. Jetzt hatte ich natürlich zu wenig Reception Coils gemacht. 1, 2, 3, 4. So, ich muss mal gucken. Müssen wir nochmal erstmal schauen, ob wir nächste Woche nochmal eine Aufnahme schaffen, ne? So, die Laserdrills sind fertig. Wir brauchen jetzt noch die Pre-Charger. Erstmal das Glas. Wir brauchen Redstone Conductance Coil, oder zwar mit Elektrum. 4x4, 16, okay. Okay, 16 Conductance Coils. Warte mal. Ne, 32. Okay, ich brauche noch 12 Elektrum. Elektrum war ja. Ja, Gold und Silber. Davon. So. Oh, da ist noch Ingwer. So, es läuft. Oh, kriegt man doch das Doppelte raus, okay. Meinst du auch, dass unter der Fusionsreaktor-Etage noch irgendwas kommt? Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es das Play noch so lange gehen wird. Okay, dann baue ich es richtig schon mal auf. Ja, Leute, ich bin ehrlich. Also, ich glaube nicht wirklich, dass das Display noch so lange gehen wird. Also, ich fand es persönlich ziemlich schade, weil ich bin ehrlich, diese Staffel wird mir fehlen. Wir haben ja so viele geile Scheiße gebaut. Oh ja, und so viel Scheiße gemacht. Oh ja. So, was fehlen uns noch? Die Glowstone-Elementoren. Achso, beim Fusionsreaktor haben wir ein bisschen Unterstützung durch Street bekommen. Seinen zwei Assembly-Maschinen. Auf jeden Fall in dem Sinne mal vielen Dank, Street. Du hast uns echt unterholfen. Auch wenn du bei uns ein bisschen Randale gemacht hast. Minimal. Aber man muss dazu erwähnen, hatte er gestern 3x2 nochmal dran geklatscht und die haben Boom gemacht. Aber man muss dazu sagen, QuackTech. Boah, ich hätte heute, als ich unterwegs zur Therapie war, echt einen Anfall bekommen können. Das sagen viele. Weißt du wieso? Wieso? Hashtag Deutsche Bahn. Oh. Da sprichst du vielen aus der Seele, denke ich mal. Also, es ist ja ganz okay. Ich kann ja mal verstehen, wenn mal so ein Zug ein bisschen Verspätung hat. So 5 bis 10 Minuten ist ja verständlich. Ich muss eine halbe Stunde auf diesen beschissenen Zug warten. Hast du schon deinen Kopf irgendwo dagegen geschlagen?
Ich hätte fast meinen Schwanz auf den Tisch gehauen und gefragt, wann kommt dieser beschissene Zug. So, dann schauen wir mal, ob es mit dem Slimeball klappt. Ich feiere das gerade. Jo, wir brauchen Pink Slimeball. Echt? So, ja, mit dem Slimeball klappt das nicht. Na toll. Okay, ich tapp dann mal ganz schnell.